Heute widmen wir uns zwei Themen aus dem Bereich Business und Gesellschaftsetikette. Und zwar der erste Punkt: Sie sind zu Gast in einer Betriebsfeier oder dazu eingeladen. Die einen mögen es, für die anderen ist es die qualvollste Veranstaltung des Jahres. Welche Punkte, ist hier die Frage, sind richtig oder falsch, um eben Fettnäpfchen zu vermeiden? Die Frage nach dem Du-Angebot, wenn man zu später Stunde von einem leicht angetrunkenen Vorsitzenden das Du erhalten hat, ist die Frage, gilt es ausnahmslos auch für die Zukunft? Wie sieht es aus? Kann, soll, darf man über betriebliche Themen diskutieren? Und weil ja manche wirklich die Betriebsfeier als sehr lästig oder auch nicht so wichtig empfinden, ist es die Frage, macht es was aus oder nicht, wenn man nicht daran teilnimmt. Und hier ist es ja so, die quasi Firmenveranstaltung verordneter Frohsinn. Man tut sich schwer, diesem Frohsinn wirklich zu entziehen. Gerade die Grenzen zwischen Entspannung und Entgleisung sind doch oft sehr dünn oder teilweise dann schon sehr unsichtbar. Ein Gläschen zu viel, und die günstige Gelegenheit, den Chef mal auf eine längst fällige Gehaltserhöhung oder auf die Aussicht auf einen neuen Firmenwagen anzusprechen, ist schon relativ groß. Und mit zunehmendem Alkoholpegel nehmen leider oft auch Fingerspitzengefühl und gesunde Selbsteinschätzung ab. Wirklich entziehen können wir uns solchen Veranstaltungen nicht. Man sollte also nicht unentschuldigt fernbleiben, da man sonst schnell als arrogant oder überheblich verschrien ist. Um nicht unangenehm aufzufallen, sollte man eben wirklich aufpassen und unbedingt vermeiden, zu viel Alkohol zu trinken. Das Thema der betrieblichen Themen sollte so gut wie möglich vermieden werden. Ich weiß, in der Praxis, es lässt sich nicht immer ganz vermeiden, aber kümmern Sie sich einfach noch einmal um angenehme Themen, auch um Themen, die außerhalb des Betrieblichen liegen, und gern auch kann man sich um Interessen der Tischnachbarn, die man ansonsten vom Unternehmen her kennt, durchaus auch mal widmen und sich darüber unterhalten. Und dann natürlich das Thema Du vom Vorgesetzten zu später Stunde, schon eventuell auch an der Bar. Wurde nämlich beim Betriebsfest im feucht-fröhlichen Zustand geduzt, erinnert sich so manch anderer eben am nächsten Tag nicht mehr so gerne daran. Halten Sie sich mit einer vertraulichen Anrede dann in der Folgezeit am nächsten Tag oder in den nächsten Tagen, vor allem dann, wenn es um die Person geht, die Ihnen in der Feierlaune das Du angeboten hat, Ihr vorgesetzter Chef oder Chefin ist. Und kehrt der oder die Vorgesetzte am nächsten Tag zum Sie zurück, dann vergessen Sie das Angebot großzügig und bleiben Sie ohne Kommentare ebenfalls beim Sie. Wenn Sie eine zweifelhafte Situation haben, sich nicht ganz sicher sind, wie soll ich mich verhalten, dann bitten Sie doch einfach offen um Klärung. Fragen Sie zum Beispiel, gilt das Feier-Du auch im Büro oder bleiben wir hier weiterhin beim Sie? Und somit lässt sich das alles sehr schön, einfach, elegant und für beide auch in der Zukunft zufriedenstellend lösen. Und zu der rein versprochen technischen Frage: Stellen Sie sich vor, beim Essen werden zum Dessert unter anderem frische Kirschen gereicht. Frische Kirschen, die aber noch nicht entkernt sind. Wie schaffen wir es, den Kern unauffällig zu entsorgen? Vier Variationsmöglichkeiten.
Erstens, ich schiebe den Kern mit der Zunge auf einen Löffel und befördere ihn damit auf den Teller. Oder ich schiebe den Kern mit der Zunge auf meine Faust und befördere ihn so dann auf den Teller. Dritte Variante, ich lege den Kern direkt vom, oder ich lasse den Kern direkt vom Mund auf den Teller fallen. Gibt tolle Geräusche. Oder vierte Variante, ich schlucke den Kern hinunter und entsorge ihn später auf natürliche Art und Weise. Hatten Sie schon mal so eine Situation? Haben Sie es schon mal ausprobiert? Hier die gängigsten machbaren Lösungen sind einfach, man kann den Kern am einfachsten auf den Löffel oder die Faust legen und ihn dann auf dem Teller deponieren. Die Regel ganz generell heißt, so wie etwas in den Mund kommt bei der guten Tischsitte, so sollte es den Mund auch wieder verlassen, wie eben zum Beispiel, wenn wir hier vom Kirschkern oder beim Fisch auch zum Beispiel von einer Grete reden. Den Kern eben auf den Teller zu spucken, ist wirklich verpönt. Und ihn zu verschlucken, ist wirklich nicht unbedingt sehr empfehlenswert.